Besonders vorsichtig fahren. A1 Bremen Richtung Hamburg zwischen dem Maschner Kreuz und Stillhorn 5 Kilometer stockend. Etwa 20 Minuten dauert es länger. Und in Kiel wird demonstriert. Von 11.30 Uhr bis ca. 13 Uhr müssen Sie deshalb direkt in der Innenstadt mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Die meisten Blitzer hören Sie bei uns. In Lindau-Nist in der Mühlenstraße wird auf beiden Seiten geblitzt. Außerdem in Vördenbahl Richtung Bad Bramstedt, da steht auch einer. Wenn Sie noch mehr gesehen haben sollten, gerne immer anrufen bei uns kostenlos unter der 0800 22 12 800. Schleswig-Holstein fährt fair. Gucken wir uns mal die aktuellen Temperaturen an. Wieg auf Föhr 15 Grad, genauso wie auf Fehmarn. In Rendsburg und Itzehoe auch 15 Grad. In Kaltenkirchen haben Ino Schrader und sein Team 16 gemessen. Bad Oldesloe 14, in Hamburg 17 Grad. Ja, maximal kriegen heute 22 Grad. An den Küsten ist es allerdings ein bisschen frischer. Und es sind einige dicke Wolken unterwegs, aber die machen später auf jeden Fall noch Platz für Sonne. Die Sonne scheint nämlich heute immer inzwischen 6 und 10 Stunden lang. Und die meiste Zeit bleibt es auch trocken. Also wenn es mal tröpfelt, dann wirklich nur ganz leicht. Morgen geht es mit etwas Nebel los, aber dann wird es richtig schön sommerlich. Warm und sonnig, also warm 21 bis 26 Grad und sonnig 13 bis 14 Stunden Sonne. Der Wettertrend sieht auch gut aus, nämlich meist trocken, oft sonnig und auch warm. Ach, da kann man sich richtig dran gewöhnen, oder? Den Donnerstag frei zu haben, dann Freitag noch mal so kurz zur Arbeit zu gehen und dann ist am Wochenende hoffentlich schon wieder frei. Also wenn Sie nicht zu denen gehören, die heute ran müssen und einen ganz normalen Arbeitstag haben. Aber egal, ob Sie